Eingeweiht. Buch des Gedenkens ehrt die Toten der Bundeswehr. In Anwesenheit vieler Hinterbliebener sowie zahlreicher Vertreter von Bundeswehr und Politik hat Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen am Abend das Buch des Gedenkens eingeweiht. In einem feierlichen Akt am Ehrenmal der Bundeswehr in Berlin würdigte die Ministerin die Verstorbenen und erinnerte gleichzeitig an die Wichtigkeit, ihr Andenken zu wahren. Im Buch des Gedenkens haben nun alle ihren Platz. All diejenigen, die seit 1955 im Dienst ihr Leben verloren haben. Ihre Namen stehen auf 20 bronzenen Platten, ständig sichtbar, auf Seiten, die man anfassen kann, die man umklappen und lesen kann, greifen und begreifen. Seit Gründung der Bundeswehr haben mehr als 3000 Männer und Frauen im Dienst für die Bundesrepublik ihr Leben verloren. Das Buch des Gedenkens erinnert an sie alle, die Toten im Einsatz und in der Heimat. Denn, so die Ministerin, man fühle immer mit den Hinterbliebenen. Eben jene Angehörigen finden in dem Buch einen besonderen Trost. Ab heute ist es uns möglich, hier immer und individuell zu gedenken und zu trauern. Wir können dank dieses Bronzebuchs die für uns so wichtigen Namen nicht nur sehen, sondern auch fühlen und begreifen. Damit wird dieser Ort noch viel mehr als bisher nicht nur ein Ort des allgemeinen Gedenkens, sondern auch ein Ort des individuellen Erinnerns. Dieses Buch kann eine Brücke bilden und Nähe und Verbindung schaffen zu den für uns so wichtigen Menschen. Das Buch des Gedenkens ist Teil des Ehrenmals der Bundeswehr in der Berliner Hildebrandstraße. Ende April wurde es in die Konstruktion des Architekten Professor Andreas Meck integriert. Das wie das Ehrenmal aus Bronze bestehende Buch ist jederzeit frei zugänglich. Jeder einzelne Name darin stehe für einen Menschen, der jetzt fehle, so die Ministerin bei der Einweihung. Das Buch sei aber sichtbares Zeichen, dass keine und keiner vergessen sei und werde.